Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement aus Patch 9.1 und zwar finden wir das unter Quests und dann Shadowlands. Und der Erfolg schimpft sich einmal angreifen und Tee trinken. Und für dieses Achievement müssen wir folgendes machen. Serviert den folgenden Charakteren während des Ventier-Angriffs auf das Triaculum Tee. Das sind insgesamt 8 Stück, die wir hier auch aus der Story aus Shadowlands kennen. Da ist die Gräfin dabei, Keltas und viele andere. Und das Ganze können wir nur abschließen, wenn wir verschiedene Sachen freigeschalten haben. Und zwar müssen wir die Story um 9.1 nach Corfia freischalten, dass wir im Endeffekt die Angriffe im Schlund erhalten können. Und jetzt ist es so, dass es insgesamt 4 Angriffe gibt oder Invasionen. Und das sind quasi die von den 4 Covenants. Die halten immer eine halbe Woche, also sprich, die ersten 3,5 Tage ist dann der erste Angriff, sagen wir von den Nightfee. Und dann die zweiten 3,5 Tage der Woche ist dann dementsprechend der nächste Angriff. Und dann nächste Woche switcht das dann wieder. Insgesamt sind es 4 Stück. Ich vermute mal, dass sie der Reihe nachgehen. Und dementsprechend, wenn ihr das einmal verpasst habt, dann müsst ihr wahrscheinlich wieder so 2 Wochen warten, bis der richtige Angriff für euch wieder aktiv ist. Wir brauchen in dem Fall den Ventier-Angriff. Übrigens, der Switch ist immer am Mittwoch quasi zum Server resetten. Dann am Samstag abends um 9 Uhr müsste das sein, genau. Gut, also wir brauchen den Ventier-Angriff und hier ist es jetzt so, dass wir im Ventier-Angriff erstmal hier hochgehen müssen, einmal mit Renatai quatschen, dann schalten wir quasi die ganzen Quests frei, das sind insgesamt 4 Stück und wir brauchen jetzt eine bestimmte Quest und die schimpft sich ein Tee für jede Gelegenheit. Die dürft ihr nicht an einem Tag abschließen, sondern die müsst ihr aufbewahren, zumindest für 2 Tage, denn diese 8 NPCs sind nicht alle am einen Tag da, sondern es sind immer nur 4 da und dann am nächsten Tag sind dann andere 4 da. Eventuell können sie sich auch überschneiden. Bei mir war es jetzt tatsächlich so, dass den ersten Tag die einen 4 da waren und am nächsten Tag die anderen 4 jetzt da sein müssten. Und das werden wir uns jetzt angucken. So, also ich habe am ersten Tag mir schon 4 geholt. Einmal die Gräfin, Eve, dann Fane und Keltas. Die werde ich euch aber auch nochmal zeigen, wo die sind. Jetzt, wenn wir die Quest haben, können wir hier mit Tubin sprechen. Dann können wir hier in Tabins rein, der hat ein paar Fähigkeiten, wichtig ist einfach nur Tee servieren, wir können da noch ein bisschen zuhitten und so, aber das ist alles irrelevant. Der Charge ist vielleicht ganz nett, dass wir schneller unterwegs sind. Normalerweise gibt er jetzt hier diesen verletzten Typen Tee und dann bei 15 ist quasi die Quest durch. Das wollen wir nicht machen, wir wollen uns jetzt die NPCs suchen, die dementsprechend, die Special-Typen sind. Ich habe mir jetzt hier 2 Makros gemacht, das war der erste Tag und hier ist der zweite Tag, die werde ich euch einfach in die Infobox mit reinposten. Ich würde sagen, wir suchen uns jetzt erstmal die für den zweiten Tag, wo ich gerade dran bin. Ich mache mal das Makro, ich habe hier TomCom-Koordinaten und dann sehen wir, wo die sind. Hier hat den ersten, den wir uns holen wollen, ist Simone und die ist auf den Koordinaten 26, 14. Und da gehen wir jetzt mal hin, chargen wir mal ein bisschen rum. Die müsste irgendwo da hinten sein. Ah, und da seht ihr schon, hier haben wir die Werte Simone. Und nein, ich werde jetzt von den NPCs hier übelst weggesloadet. Seht ihr das? 90% weniger Movement Speed, bisschen nervig. Wenn hier viele Leute sind, dann geht es ein bisschen besser. So, und der geben wir jetzt einfach Tee. Zack, dann haben wir ihr Tee gegeben und sie müsste jetzt hier auch raus sein. Seht ihr, da haben wir die Simone, die ist dann quasi einmal abgehakt. So, dann brauchen wir den nächsten, Vulka. Keine Ahnung, den kenne ich ehrlich gesagt jetzt nicht so wirklich. Jetzt müssen wir mal gucken, ob der unten oder oben ist. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Könnte das hier... Ah ja, schon mal, das ist der Vulka. Der hat bestimmt auch in der Story irgendeine wichtige Rolle. Keine Ahnung, wer das genau ist. Dem geben wir jetzt auch ein bisschen Tee. Dann haben wir den zweiten. Ich zeige den nochmal auf der Map, der war jetzt hier unten gestanden, etwa bei 27, 19, aber wie gesagt, ich packe euch das Makro dann einmal mit rein. Dann schauen wir noch dahinter, und zwar haben wir jetzt hier außen einen Laurent und Lost Sibylle haben wir noch. Die Sibylle, die sagt mir irgendwas auf jeden Fall. Das sind jetzt hier natürlich alles Ventier-Charaktere. Klar, es ist hier der Ventier-Angriff. Zusätzlich supporten hier noch die Nightfee. Also man hat hier auch ein paar Nightfee-Chars. Aber ich glaube, hier in der Kampagne war tatsächlich jetzt niemand dabei von den Nightfee, ne? Bei dem Achievement zumindest. So, also jetzt müssen wir mal gucken. Hier draußen müsste der sein. Ah doch, die, das ist der eine Mob, der rumspringt am Anfang, ne? Ah, doch. Sagt mir doch was hier. Gut, jetzt müssen wir mal schauen. Wir können hier einmal, wenn wir auf die 3 drücken, können wir uns so tarnen und dann lassen uns die Mobs in Ruhe. Man könnte die auch töten, aber ehrlich gesagt dauert das relativ lang mit den Mobs und es lohnt sich nicht. So, und dann haben wir die letzte. Die befindet sich einmal da drin.
Und zwar, oder der letzte Laurent musste das sein. Da müssen wir dann einmal hier hinten rum. Und dann müsste der irgendwo da hinten stehen, oder? Jetzt gucken wir mal. Ist das das? Ah, schau da, da haben wir ihn. Dann machen wir wieder unsere Tarnung an. Auf die 3 und geben dem das Ding und tada, da ist das Achievement fertig. So, jetzt haben wir diese 4 uns geholt. Wie gesagt, das war bei mir der zweite Tag. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das andere Makro an. Und zwar habe ich hier nochmal eins gemacht. Das sind die 4 Typen, die am ersten Tag da waren. Die kann ich euch jetzt mal kurz zeigen. Ob wir die jetzt ablaufen, ist jetzt, glaube ich, nicht so relevant. Ich kann mal ein bisschen was zu sagen. Also, die sind jetzt heute natürlich nicht da. Der eine Typ war oben gestanden. Fane, der steht quasi oben auf der Brücke, der steht einfach hier unten an der Treppe. Hier, Keltas. Nee, halt, stopp, Keltas war unten. Keltas war unten gestanden, der war oben gestanden, genau, Keltas habe ich ewig gesucht. Dann Cortez, die war einfach hier unten gestanden, das ist kein Problem. Und das Einzige, was ein bisschen tricky war, hier ganz außen an der Spitze, Even, da muss man ein bisschen hochlaufen, da können wir jetzt vielleicht nochmal hinlaufen. Die anderen sind relativ, relativ easy. Und wie gesagt, das sind halt immer nur 4 da. Es kann natürlich sein, dass sich die bei euch überschneiden. Deswegen schaut da lieber jeden Tag hin. Ihr habt ja 3,5 Tage Zeit bei dem Ventier-Angriff. Und in der Zeit sollte die Kombination aber auf jeden Fall da sein. Also der eine Mob, der war hier oben gestanden, der ist vielleicht ein bisschen schwerer zu sehen. Alle anderen sind relativ easy. Im Endeffekt, das Achievement ist eine Sache von 5 Minuten halt auf 2 Tage aufgeteilt oder mehr, je nachdem, wie die Aufteilung von Blizzard vorgenommen wird. Man muss halt bloß wissen, wie das klappt, dass man die Quest nicht an einem Tag durchballert, weil dann kann man das Achievement schlichtweg nicht machen. Und wenn man natürlich den Ventier-Angriff verpasst, ist es ein bisschen blöd. Heißt, wenn ihr das Video jetzt seht und der Ventier-Angriff nicht ist, dann solltet ihr das nächste Mal, wenn der Ventier-Angriff am Start ist, denken, ah, Moment, da war was. Mit einem Char lasse ich mir das mal offen, die Quest, und mache das auf 2 Tage. Gut, das war's, das, was ich euch zeigen wollte. Viel mehr ist es tatsächlich nicht. Ich hoffe, ihr könnt das Ganze nachspielen. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle, euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.